Hallo und herzlich willkommen im Car Ranger Einblick. Heute werfen wir gemeinsam einen Blick auf diesen 2012er Ford Focus ST. Dieser Ford Focus gehört zur dritten Modellgeneration, die von 2010 bis 2018 gebaut wurde. 2014 gab es einen Facelift, aber viel wichtiger für den Dreh heute, 2012, kam der ST raus. Und den schauen wir uns heute mal gemeinsam an, weil da gibt es immer so ein bisschen Diskussionen. Ja, manch einer sagt, ja, der ST vorher war doch viel besser, das war ein Fünfzylinder, den wollen alle haben. Das hier ist doch irgendwie nicht der Real Deal, den ich haben kann. Andererseits muss ich sagen, so um 10.000 Euro, da geht es auf dem Gebrauchtwagenmarkt los und da bekomme ich zum Teil schon echt ordentliche Autos. Und von daher ist das doch eigentlich ganz interessant, weil ich 250 PS habe. Ja, deswegen wie heute schauen wir uns heute wie immer mal das Design an, den Innenraum, die Technik, fahren rund und gucken mal, was kriege ich denn da so fürs Geld. Was ich bei allen Focus ST hier auf jeden Fall bekomme für mein Geld, ist hier vorne dieser wunderschöne Spaltmaß an dieser Stelle. Ja, jetzt in Schwarz-Metallic fällt es vielleicht nicht ganz so auf, manch anderen Farben ein bisschen mehr. Ist aber eigentlich eine Kleinigkeit, weil der Ford Focus ST-Fahrer freut sich natürlich, dass er vorne den Wabengrill hat, dass er das ST-Logo hat. In dem Fall ganz schick, dass wir ja dieses rote Farbthema auch noch beim Logo aufgegriffen haben. Er hebt sich auf jeden Fall ja vom Standard-Focus ab, auch was hier vorne die Scheinwerfer angeht. Der eine oder andere sagt jetzt natürlich, ah, Halogen, ist aber nicht so schick. Ja, aber dafür gibt es das Ganze beim ST schwarz hinterlegt, wenn man das Ganze mochte. Und das passt halt hier auch gut zur schwarzen Außenfarbe. An sich gibt es viele Details, die ich ganz stimmig finde. Ich finde zum Beispiel ganz schön, dass diese Linie hier vorne einmal hochgeht. Und dann wirft sich das Ganze hier in ein Z. Und hier hinten haben wir noch ein zweites Z. Das finde ich wirklich gelungen. Ein bisschen komisch finde ich das Rathaus hier hinten. Ja, steht so ein kleines bisschen raus. Warum steht es denn so raus? Wie groß ist denn eigentlich so ein Focus? Ja, die Kompaktklasse ist gewachsen. Und so ein Focus zum Beispiel ist deutlich größer als ein Golf und so ein paar Mitbewerber. Das heißt, er ist 4,36 Meter lang. Er ist auch über 1,80 breit. Und 1,48 Meter hoch. Ja, normalerweise würden dann ja, die 18 Zöller, auf denen da steht, das Ganze noch ein bisschen dynamisch unterstreichen. In dem Fall sehen wir halt zumindest, dass die Bremse ja ein stattliches Maß hat. Genauso stattlich ungefähr wie dieser Spiegel, der irgendwie ziemlich klobig da hängt und irgendwie nicht zu diesem ja, dynamischen Paket passt. Auch nicht dazu passen würde es, wenn man hier Chrom hätte. Hat ein ST zum Glück nicht, von daher ja, passt das ganz gut. Und wenn man dann die 4,36 Meter einmal überwunden hat, sieht man, okay, der Scheinwerfer ist hier ziemlich weit reingezogen. Das soll auch so ein kleines bisschen in der Sicherheit bringen als Art Positionsleuchte, denn der Focus ist ein Weltauto. Wie definiert Ford denn ein Weltauto? Sie sagen, okay, wir bieten auf allen Märkten das gleiche Auto an, nämlich du kannst, egal ob du in den USA bist oder in Deutschland oder in Japan oder in Indien, du kaufst dir einfach ja einen Ford Focus und kriegst dieses Auto. Und der Ford Focus ST war das erste Sportmodell von Ford, was als Weltauto angeboten wurde. Man hat den Focus dann auch einfach überall hergestellt, also in Deutschland, in Argentinien, in Russland, in Mexiko, in den USA. Man hat überall auf der Welt Werke, ja, aus denen Ford Focus rausgeplumpst sind. Ja, und die STs halt in San Luis. Und dann beim Design hier am Heck, wirklich, ja, das beeindruckendste Design-Highlight ist natürlich, dass ich ja die Endrohr, die Auspuffblende, ganz hier unten in der Mitte habe. Das haben nur die STs und nicht die normalen Focus-Modelle. Ja, und das ist natürlich auch die Ansicht, aus der die meisten ST-Besitzer ihr Auto am liebsten sehen und auch andere es am liebsten sehen sollen. Und natürlich auch der Diffusor ein bisschen anders ausgeprägt, ja, als bei den anderen Modellen. Und wenn man dann hier hinten mal aufmacht, dann stellt man fest, einerseits von der Möglichkeit des Beladens ist das echt gut. Das heißt, die Rückleuchte ist nicht so weit rübergezogen. Ich kann das einfach reinwerfen. Es geht auch ziemlich tief hier hinten runter und vom Volumen her, ja, mit seinen 363 Litern, das ist okay. Wenn man allerdings bedenkt, wie groß das Auto ist, ja, dann muss man denken, okay, ein Golf, der 10 cm kürzer ist, hat genauso viel Platz. Das heißt, man hätte den Raum vielleicht ein bisschen besser nutzen können. Wenn man die Rückbank umlegt, werden es über 1100 Liter. Das ist okay, gut finde ich hier den Griff. Das ist schon mal ziemlich massiv. Bei so viel Platz oder bei so viel Länge erwartet man natürlich viel Platz hier hinten auf der Rückbank. Das heißt, wir springen da einmal rein und der Sitz ist jetzt vorne bequem für mich eingestellt. Wenn ich mich da einmal reinfallen lasse, dann merke ich, das ist völlig in Ordnung dadurch, dass die Recaros, und dazu kommen wir noch, hier hinten diese Einbuchtung haben. Das heißt, ich habe einerseits hier ein Fach, andererseits passen da meine Beine gut rein und ich kann mich quasi richtig nach vorne drücken. Also am Platz mangelt sie hinten nicht, dann komme ich am ehesten schon tatsächlich hier oben mit meinen Dachräumen in Kontakt, wenn der vorne beschließt, mal ein paar Kurven ein bisschen schneller zu fahren. Was ich hier hinten auch habe, ist der farbliche Kontrast in der Sitzbank.
Das heißt, ich habe schwarz und rot gemischt, sowohl was die Nähte angeht, als auch die Sitzfläche an sich. Und ich finde es ganz schön, ja, dass ich hier auch noch so Leder mit Naht in der Tür habe. Das ist jetzt nicht super wertig, ist aber an sich ganz angenehm und auf jeden Fall deutlich besser als das Plastik hier. Ich glaube, das steht aber auch jetzt bei keinem Fokuskäufer so hoch oben auf der Agenda, dass sich das Plastik hier gut anfühlt. Ich finde es ganz schön, dass ich getönte Scheiben habe. Das passt natürlich gut zu dem Schwarz. Wie gesagt, die Länge an sich vom Platz her ist okay, auch seitlich passt das. Und ich habe hier unten noch eine kleine Ladedose, falls ich mein Handy oder ähnliches laden möchte. Was ich halt nicht habe, sind irgendwie Lüftungsdüsen und ähnliches. Ich habe Boxen, ich habe eine Ablagemöglichkeit, ja, aber auf Lüftung muss ich in dem Moment verzichten. Das ist, ich sag mal, Kompaktklassenstandard. Und wenn man jetzt denkt, wie gut, wie wäre das im Vergleich zu einem Golf? Ja, da habe ich im Endeffekt wahrscheinlich genauso viel Platz. Das heißt, der Platzausnutzung ist jetzt nicht so ideal. Aber wir haben ja eben schon gesagt, dass wir hier Recaros haben. Von daher springen wir mal nach vorne auf die schönen Recaros. Das erste Highlight hier beim ST ist eigentlich schon direkt die beleuchtete Einstiegsleiste. Nochmal mit so ein paar Pfeilen. Das Ganze wirkt dann schon ziemlich sportiv. Aber ja, für mich gibt es natürlich nur ein richtiges Highlight hier und das sind die Sitze. Die sagen schon mal an der Seite prominent Recaro, also den Hersteller, und bieten einfach unglaublich viel Seitenhalt. Das sieht man ihnen schon an. Es gibt diese Kontrastfarbe ja auch in verschiedenen Farben. Der eine oder andere sagt natürlich, ach, Kontrastfarbe geht für mich gar nicht. Ja, auch die werden irgendwie bedient. In dem Fall sitze ich wirklich phänomenal und ich finde es auch schön, dass Ford sagt, ja, beim ST gehören immer Recaros mit rein und nicht irgendwelche anderen Sitze, dass ich die Recaros mit dazu bestellen muss. So, und dann, was habe ich so an ST-Indizien? Ja, ich habe natürlich hier auf meinem Lenkrad das Ganze schon ziemlich prominent. Ich habe hier und da ja noch eine kleine Chrom-Applikation mehr. Manch andere Elemente, wie zum Beispiel hier alles rund um die Klima, die in hohen Ausstattungsvarianten sonst so ein bisschen metallisch Look mit haben, ist halt alles schwarz gehalten. Genauso wie der Dachhimmel, damit das Ganze diesen sportiven Look bekommt und dass ich sportiv unterwegs sein kann. Mehr gespielt ist, wenn ich nach vorne gucke und denke so, Moment, Öltemperatur, Ladedruck, Öldruck, das sind natürlich Anzeigen, die habe ich normalerweise in einem Focus nicht. Die interessieren den durchschnittlichen Focusfahrer auch überhaupt nicht, aber beim ST gehört es dazu. Natürlich auch eine Skalierung bis 280, ja, das ist schon, weicht so ein kleines bisschen vom Standard ab. Und beim Lenkrad muss ich sagen, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite muss ich sagen, so die Oberfläche von dem Leder finde ich persönlich gar nicht so toll. Aber dann, wenn man so ein bisschen reingreift, merkt man, es ist doch relativ weich und die Dicke ist auch völlig in Ordnung. Dass ich jetzt hier zum Beispiel so einen Knubbel habe und ich habe ja Multifunktion eigentlich hier und dann, das würde mich persönlich so ein kleines bisschen stören. Auch, ja, die meisten denken ja, in ein sportliches Auto gehört ein Dreispeichen, kein Vierspeichen-Lenkrad. Von der Haptik finde ich es ganz gut, von der Optik ja. Kann man sich jetzt tatsächlich drüber streiten. Und dann wird mir auf, gut, es ist jetzt Winter, es ist kalt, ich möchte also viel Luft bekommen. Ich habe hier riesig meine Luftdüsen, ich habe hier Luftdüsen, ich habe hier unten noch Ausströmer. Das heißt, ich habe sehr viel Luft, die hier drin ausgeströmt wird. Da wird es uns also hoffentlich schnell warm. Und eine Stärke von Ford grundsätzlich ist, ja, hier mein Frontscheibensymbol sieht so ein bisschen anders aus. Das ist keine Lüftung, ja, ich habe eine Scheibenheizung. Das heißt, wenn ich nach vorne schaue, sehe ich diese ganzen kleinen, feinen Drähte in meiner Frontscheibe. Den einen oder anderen stört das. Deswegen empfehle ich zum Beispiel, wer sich für so ein Auto interessiert, macht mal eine Probefahrt, weil wie gesagt, manche sind sehr empfindlich, was diese Drähte angeht. Ich finde das eigentlich unglaublich gut, denn ich mache das Ganze an, warte eine Minute und dann ist die Scheibe schon so warm, dass ganze Schnee und Eis und Schmodder von der Scheibe verschwindet. Das geht deutlich schneller als ein Gebläse. Der eine oder andere, den stört allerdings, dass hier alles so Plastik, Plastik, Plastik ist. Das fühlt sich zum Teil alles jetzt nicht so überragend an. Man muss aber auch bedenken, Focus ST ist so, für die Geschwindigkeit und das, was ich bekomme, mit der beste Deal, den ich irgendwo habe. Und natürlich gibt es hier und da noch eine bessere Oberfläche. Es gibt auch Systeme, wo das Ganze hier in Hochglanz gehalten ist und wo ich ja noch andere Darstellungsformen habe. Im Endeffekt hat es allerdings so viele gestört, dass beim Facelift da schon deutlich renoviert wurde. Aber ich finde es auch gut, dass wir uns mal vor Facelift anschauen. Und ich kann es verstehen, dass der ein oder andere mit der Bedienung nicht zurechtkommt. Und auch wenn man bedenkt, ich habe auf diesem kleinen Display dann meine Einparkhilfe mit so einem Auto dargestellt. Klar finde das der ein oder andere nicht so gut, schön, aber ich finde es schön, die Ergonomie, die ich habe. Das heißt, wie sitze ich, wie sehen meine Pedale aus, wie komme ich zu meinem Lenkrad und wie liegt dann ja der Schalthebel in der Hand und dann auch noch diese Mittelarmlehne dazu. Und was ich bei dem Auto noch ganz schön finde, dieser rote Akzent, der wird hier einfach konsequent durchgezogen. Wie mache ich dann mein Auto eigentlich an? Ja, ich habe hier noch einen Knopf, da steht Ford und Power drauf. Ja, so simpel ist das Ganze. Sitzheizung habe ich dann zum Beispiel nach hinten verlegt, auch da kommt man ganz gut ran. Ich würde mich jetzt fragen, ja, sind denn die STs ja nicht durchnummeriert? Ja, eigentlich
eigentlich nicht, aber im Nachhinein kann man sich halt sowas mal holen und ich finde es eigentlich auch ganz schick. Es passt von der Position her gut rein, bringt so ein bisschen Wertigkeit und auch das Besondere, dass man halt einen ST hat und das ST steht halt nicht für Stangenware bei Ford, sondern man hebt sich da schon ein bisschen ab und im Endeffekt sind es tatsächlich die Sitze, die hier den großen Unterschied zur Masse machen. Wie ist das Raumangebot? Hier für meine Beine ganz gut. Das heißt, die Mittelkonsole, die schneidet überhaupt nicht ein. Wenn ich versuche, mit meinem Bein hinzukommen, sagt die Sitzwange erstmal, so weit nach rechts zu deinen Beinen garantiert nicht gehen, weil du bleibst hier in der Mitte. Und dann nach oben habe ich genügend Platz zur Seite. Also da muss ich sagen, ist man ja schon sehr gut aufgehoben. Wer natürlich so ein SUV-mäßig hohes Sitzgefühl will, der wird hier nicht unbedingt glücklich. Und auch die Form von den Spiegeln. Ja, ich bin tatsächlich kein Riesenfreund von den Spiegeln. Wegen den Spiegeln sind wir allerdings nicht hier, sondern wegen der Technik. Und deswegen gehen wir jetzt mal zusammen nach vorne. Der Grund, warum wir uns diesen Focus anschauen, ist natürlich die Technik und nicht nur die Recaro-Sitze. So, wie kommt man hier vorne ran? Das heißt, vielleicht links gibt es einen Hebel, dann geht das Ganze hoch und ganz gewichtsoptimiert darf ich da das Ganze mit dem Hebelchen einrasten. Ja, was sehen wir hier? Wir sehen erstmal eine wunderschöne Motorabdeckung, dass ich sogar hier noch so ein Metallelement habe, wo ST draufsteht. Und einige sind jetzt halt enttäuscht, dass das hier der Vierzylinder ist mit 2 Litern Hubraum. Manche andere sagen, ja, aber er hat doch mehr Leistung als der Vorgänger. Er bringt hier an der Ausbaustufe 250 PS und 360 Newtonmeter, die temporär ja mit Overboost sogar auf 380 Newtonmeter hochgehen. Bei den Gewichtangaben, ja, da spankt das so ein bisschen. Manche sind ganz kühn und gehen von 1300 und ein bisschen was Kilo aus. Die deutlich realistische Angabe, die man findet, sind 1461 Kilo. Er ist halt schon so ein kleiner Wonneproppen. Er ist halt ein Weltauto, das auch irgendwo alle Anforderungen erfüllen muss. Und in dem Fall halt auch so ein bisschen die sportlichen Anforderungen. Mit der Leistung wird er auf jeden Fall 248 km/h schnell, schafft es in 6,5 Sekunden auf 100 und soll dabei nur 7,2 Liter verbrauchen. Was aus meiner Sicht bei so einer Leistung völlig in Ordnung geht. In der Realität wären es natürlich 8, 9, 10. Aber wie bei allen Turbomotoren in der Größe ist das sehr fußabhängig. Ich kenne einige Leute, die fahren solche Autos mit 13, 14 Litern. Manche andere, die sagen, ja, ich 7,2, das schaffe ich schon durchaus. Worauf achtet man dann beim Kaufen? Natürlich, was hat der Vorbesitzer damit gemacht, ist bei solchen Autos ganz entscheidend. Weil so ein ST kann ich ganz gemütlich fahren und ich freue mich einfach nur über die souveräne Kraftentfaltung. Oder ich verheize ihn innerhalb der ersten 3 Monate völlig. Von daher sollte man sich bei der Probefahrt mal ein bisschen genauer anhören, was hört sich wie an, was fühlt sich wie an, wie sind zum Beispiel die Bremsen. Je nach Belastung, ja, ist man da relativ schnell am Ende. Generell Fokus, ja, GPS-Modul habe ich jetzt kennengelernt, gerade ist so ein Thema mit der Antenne, dass man darauf achtet, also funktioniert mein Navi richtig. Hätte ich jetzt Xenon, wäre das ein großes Thema, weil die Stirnmotoren vom Xenon sich gerne mal verabschieden und so ein Xenon-Scheinwerfer nicht gerade unbedingt günstig ist. Ich achte also bei so einem Auto auf Warmfahren, Kaltfahren, Öl ist ein wichtiges Thema, 6 Liter Motoröl haben wir hier, gar nicht unbedingt wenig für einen Vierzylinder. Damit ich auch immer weiß, was ich brauche, steht hier auf meinem Einfallstütz auch nochmal schön drauf, ich brauche 5W30, damit ich mir solche Fragen gar nicht stellen muss. Ja, und die Kraft an sich, die wird dann auf die Straße gebracht, erstmal grundsätzlich über einen 6-Gang-Handschaltgetriebe und am Ende auch über ein elektronisches Differential, damit ich das Ganze irgendwie auf die Straße kriege. Einige ST-Besitzer sagen dann, ja, Traktion ist nicht unbedingt die große Stärke von dem Auto, vor allem bei Nässe hatte da so die eine oder andere Schwierigkeit. Ja, und wir werden jetzt auf der Straße gleich mal probieren, wie fühlt er sich so an? Hat man da auch in den Kurven schon das Gefühl, dass der Motor und das Getriebe gar nicht so wirklich reingehört? Was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass der Motor hier vorne schon vom Platz her sich auf jeden Fall ziemlich breit macht. Und dann stelle ich mir so die Frage, der Fünfzylinder, hätte der dann überhaupt hier vorne reingepasst? Es ist auf jeden Fall gut voll und wenn man irgendwo ran möchte, braucht man kleine, zarte Hände. Ja, und wir springen jetzt, wie gesagt, mal auf die Straße und gucken mal, ob er da überzeugt. Und ja, die Motorhaube ist jetzt wirklich zu. Sind wir gemeinsam unterwegs im Focus ST und man merkt schon auf den ersten Meter so ein kleines bisschen Härte. Das Auto, mit dem wir heute unterwegs sind, der hat noch 30 mm Federn drin, ist also ein Stückchen tiefer, was natürlich mit den Sommerfelgen richtig guten Look bekommen würde. So ist die Wirkung halt nicht ganz da, aber man merkt ja diese Härte. Die hat natürlich ein Focus ST ohne diese Federn auch.
Ist das gut, ist das schlecht? Aus meiner Sicht ist das sogar unglaublich wichtig. Denn ein ST ist nicht irgendein Ausstattungspaket oder irgendwas, sondern soll halt sagen, hey, das ist ein sportliches Auto. Und dann möchte ich persönlich auch ein bisschen mehr Rückmeldung bekommen. Und was ich halt an der Stelle wirklich schön finde, ist auch das Thema Lenkung. Das heißt, auch die Lenkung finde ich von der Rückmeldung und von der Direktheit sehr gut. Ford ist ja auch dafür bekannt, was das Thema Lenkung, Fahrwerk angeht, ja, meistens einen ziemlich guten Job zu machen. Und das finde ich auch hier gut, vor allem was das Thema Rückmeldung halt angeht, dass ich da halt auch so ein kleines bisschen fühle, was passiert denn, wenn ich hier lenke, was kriege ich denn da zurück? Und dann als Fahrer halt auch noch so ein bisschen die Infos zu kriegen, jetzt zum Beispiel zu wissen, ja, okay, meine Öltemperatur ist jetzt langsam schon vorhanden, ist noch nicht ganz da, wo sie sein sollte zum Beispiel. Das sind einfach Dinge, die kriege ich halt jetzt in dem Standardfokus nicht. Das differenziert mich davon ein bisschen und das ist wertvoll. Solange ja noch nicht ganz warm ist, kann man ja mal sagen, was sind denn so die Standard-Fokus-Themen? Jetzt Platzangebot hatten wir ja schon, ist auf jeden Fall ganz gut. Übersicht, ja, also die C-Säule ist halt wirklich massiv. Wir haben hinten noch dieses eine zusätzliche Fenster drin, aber da entsteht schon so ein bisschen ein toter Punkt. Die Einparkhilfe finde ich da gar nicht mal ja, so uninteressant oder so unwichtig. Dadurch, dass die Scheibe auch hinten nicht sehr steil steht, sondern schon relativ flach geneigt ist, ist es da ganz praktisch halt zu wissen, ja, wo das Auto dann wirklich aufhört. Soundsystem und Co. Ja, das muss jeder selber wissen, was er braucht, was er nicht braucht. Und ist wie immer rechtlich gesehen auch in den Videos vielleicht ein bisschen schwer zu testen. Sitzheizung ging auf jeden Fall super schnell bei dem Auto. Das war schon mal eine ganz schöne Geschichte. Und ja, dann ist ein Focus halt am Ende des Tages ein Focus. Und er macht halt einfach das, was er soll. Er ist ein Kompaktwagen, der mir alle möglichen Annehmlichkeiten bietet und der im Alltag nicht ja, negativ auffällt. Wobei ich halt sagen muss, das Thema ja, Raumausnutzung bzw. wie groß ist er denn, wie übersichtlich ist er denn? Ja, das hat vielleicht der ein oder andere besser genutzt, aber das hat halt alles so seine Vor- und Nachteile. Dafür hat man hier halt so ein paar Design-Raffinessen und der ein oder andere findet das ein bisschen aufregend. Und ich finde es ganz schön, dass wir jetzt so ein kleines bisschen eine kurvige Strecke vor uns haben und da halt mal gucken können, wie er liegt. Und da muss ich jetzt sagen, die Unebenheiten kriegen wir gut durch und dann, wenn halt eine Kurve kommt, wir sind jetzt zum Beispiel hier im vierten, da muss ich sagen, es war halt so ein kleines bisschen Gas, ist der Durchzug schon echt nicht verkehrt. Und wenn man dann so denkt, okay, ich habe jetzt mal hier ein bisschen länger eine Gerade vor uns und dann geht man mal an den dritten. Es ist trocken, es kann mir nichts passieren. Ich gebe im dritten Gas, dann also wenn man die Strecken gut kennt und gut kennt, wo man auch führerscheingefährdende Stellen hat und nicht, ist man, glaube ich, auf dem Weg zur Arbeit schon so in dem vorderen Fünftel von denen unterwegs, die morgens pünktlich an der Arbeit sind und da auch immer positiv auffallen. Und es macht doch schon Spaß. Ich muss sagen, Durchschnittsverbrauch von dem Auto steht jetzt hier bei 9,4 Liter. Finde ich für 250 PS durchaus angemessen, wenn man halt bedenkt, wie viel Spaß der macht. Und ich muss sagen, das akustisch, klar, erwartet der ein oder andere ein bisschen mehr. Und das wäre also auch so die Paradedisziplin von dem Fünfzylinder gewesen. Andererseits, was das Thema Durchzug und Verbrauch angeht, da hat dieser Motor halt schon so seine Daseinsberechtigung, auch in manch größeren Modellen. Das ist halt nicht der riesen Volumenmotor, den ich in jedem Ford-Modell finde, aber so auf dem Motto, alles was groß und schwer ist, kann damit bewegt werden. Oder ich kann halt auch mal das Ganze ein bisschen sportlicher bewegen und dann ist der Klang ja durchaus angemessen dafür. Aber der Durchzug ist halt nicht das, was den Motor auszeichnet. Wer der mehr Akustik will, der wird natürlich mit einem Fünfzylinder oder mit einem älteren Sauger oder sowas ja deutlich glücklicher werden. Hier komme ich halt einfach zügig vorwärts, aber wenn ich halt so in den Kurven bin, ist halt das Schöne einfach das Thema, wie viel Rückmeldung kriege ich von der Straße und wie liegt er da? Und jetzt ist halt einfach das Thema, dass wir Autos vor uns haben. Und kurvige Straßen machen keine Freude in einem ST, wenn man Autos vor sich hat, denn man ist eigentlich immer schneller unterwegs als der Rest. Wenn man jetzt noch bedenkt, ja okay, wir haben Winterreifen drauf, die sind nicht sonderlich breit, aber ich brauche nicht bremsen, alle anderen haben gebremst. Und Seitenneigung habe ich einfach keine. Also das ist wirklich eine schöne Sache an dem Auto und ich muss sagen, er macht halt so einen guten Alltagsspaß. Er ist jetzt noch nicht so hart, dass er mir negativ auffällt. Er ist auch nicht sonderlich laut, dass er mir negativ auffällt. Aber ich weiß halt einfach, dass ich jederzeit einfach kann und auch immer meine schönen Anzeigen mit dazu. Und wenn ich einfach so im dritten bei 50 bin, ein bisschen Gas gebe, sie eine kleine Anzeige da oben, sie springt mal kurz Richtung Mitte, sie geht noch gar nicht auf voll. Das ist einfach persönlich ganz schick. Und ich suche mir jetzt noch ja, zwei ruhige Meter, damit wir noch mal gucken können, wie geht denn das so vorwärts? Ohne Verkehr ist das Ganze jetzt schon deutlich angenehmer. Und wenn wir da mal so einmal aus dem Ort rauskommen, merkt man, ja okay, das Lenkrad sollte man schon so ein kleines bisschen fester gehalten haben. Einfach, weil man das Drehmoment halt an der Vorderachse merkt. Natürlich, wenn man jetzt die Ford-Broschüre aus der damaligen Zeit liest, haben sie alle Systeme verbaut, inklusive einem elektronischen Differential. Aber in der Praxis, auch so im dritten, am Kurvenausgang, merkt man, das Lenkrad möchte gerne in die gerade Position zurück.
Über Leistungsmangel kann man sich auf jeden Fall hier auf solchen Straßen definitiv nicht beschweren. Dann ist tatsächlich eher das Thema, wenn es jetzt ein kleines bisschen nass wäre, hätte ich eher schon Sorgen um meine Traktion. Und so muss ich sagen, wie fühlt sich das für mich an? Was überrascht mich positiv? Was überrascht mich vielleicht negativ? Ich muss sagen, er zieht eine ganze Ecke besser, als ich gedacht hätte, um ehrlich zu sein. Vor allem auch dieses, ich gebe Gas. Er braucht so einen kleinen, sympathischen Moment, bis der Ladedruck da ist. Aber der ist auch gar nicht zu lang. Und dann zieht er einfach durchgehend hoch. Das heißt, er braucht auch gar nicht dann die Drehzahl. Ich meine, das ist natürlich der große Vorteil von einem Turbomotor. Aber er hat halt untenrum einfach schon eine schöne Kraft. Und dann einfach über das ganze Band aufbaut. Und dann muss ich sagen, ist das schon ziemlich gut. Und dann kann ich auch jeden bei Ford verstehen, der gesagt hat, verdammt, wir bauen jetzt einen RS. Und der RS hat noch mehr Leistung. Wir müssen dem Allradantrieb geben, sonst funktioniert das Ganze nicht. Kann ich sehr gut nachvollziehen, denn ich glaube, wir sind hier genauso an der Leistungsgrenze, wo es irgendwo mit Frontantrieb Sinn macht. Dann kann man natürlich mit einem mechanischen Differential noch nachhelfen. Oder man könnte Semislicks ab Werk ausliefern, wie es zum Beispiel Renault hier und da macht. Allerdings, ja, ist das im Endeffekt alles nur so ein kleines bisschen drüber hinweg täuschend, dass ich eigentlich schon über dem Limit von dem bin, was halt irgendwo das Auto hergibt. Und dann hat man wieder so einen A3 vor sich, der mit 20 durch die Kurven fährt. Das entschleunigt dann natürlich unglaublich. Wir beschleunigen jetzt ein letztes Mal. Ja, und dann sehen wir uns gleich im Fazit wieder. Aber vorher, ich habe so ein Partyschild, das sagt, 50 ist hier nicht mehr. Und jetzt hat tatsächlich so ein Moment, ich bin mitten auf der Straße, ich muss das Lenkrad gut festhalten, einfach nur. Weil der Sport auf 100 einfach unglaublich schnell geht. Und alles, was darüber passiert, ja, das ist natürlich wie immer oberste Geheimhaltung. Das war unser kleiner Trip mit dem Ford Focus. Und ich muss sagen, beim Fahren, da hat er eigentlich am meisten überzeugt. Man hat ja vorher immer so ein Bild von den Autos. Was können sie nicht? Vor allem, wenn man sagt, das ist ein Weltauto. Das ist ein Auto, das muss allen irgendwie gefallen. Und man dann bedenkt, das haben wir doch ziemlich hart und sportlich gemacht. Sie haben doch halt so Besonderheiten reingebracht, wo man sagt, vielleicht stört sich der ein oder andere Mexikaner dran, wie sich das Auto fährt. Und das finde ich schön. Das Auto hat Ecken und Kanten, nutzt seinen Platz zum Beispiel gar nicht mehr so perfekt. Und so ein paar Besonderheiten bringt er halt mit sich. Und das finde ich sympathisch, wenn man auch mal ein Auto, was so ein kleines bisschen abweicht, aber gar nicht so viel. Also dass man eigentlich ist man so ein bisschen der Mitläufer, will aber trotzdem sagen, ich bin was ganz Besonderes. Und das macht er gut, dieses Auto. Und wenn wir das mal so im Car-Range-Score festhalten, was kostet mich so ein Auto? Ja, so bei um die 10.000 Euro geht das Ganze los. Wenn man dann sagt, na gut, ich will unter 100.000 Kilometer, ich will eine Garantie, ich will dies, ich will das, ich will jenes. Ja, dann landet man vielleicht so bei 12.000, 13.000 Euro. Aber ich muss sagen, da kriegt man ganz schön viel Auto dafür. Von daher gibt es ganze 8 Punkte für die Anschaffung. Beim Unterhalt wird es für den einen oder anderen ein bisschen schwieriger. Denn wenn ich mir das angucke, ja, die Bremsen sehen ganz schick aus, braucht so ein ST auch. Kosten natürlich vielleicht ein bisschen mehr als bei dem 1.6er, den ich mir hätte holen können. Auch da so einen zweistelligen Verbrauch hin und wieder, wenn ich mal zügiger unterwegs bin, den sollte ich auf jeden Fall auch mit einkalkulieren und so weiter und so fort. Von daher gibt es da 6 Punkte. Beim Platzangebot gibt es auch 6. Er ist wie gesagt 4,36 Meter lang. Hier sitze ich auch ganz bequem. Hinten sitze ich eigentlich auch ganz okay. Aber der ein oder andere Wagen in der Klasse hat schon deutlich mehr Kofferraum. Von daher ist die Platzausnutzung gar nicht so ideal. 6 Punkte dafür. Beim Komfort, da gibt es dann 5 Punkte. Ja, er ist eigentlich schon verhältnismäßig straff und hart und hier und da merkt man schon, da kommt ein bisschen was durch. Andererseits, was die Akustik angeht, ist er gut gedämmt und ich habe auch alle Ausstattungsfeatures, ja, die mir das Leben eigentlich irgendwo ganz leicht und angenehm machen. Und dann ist so die Frage, okay, ja, Wiederverkauf, wie gut kann ich so ein Auto wieder loswerden? Und am Ende des Tages muss man halt sagen, ich habe nicht so viel davon bezahlt. Die Nachfrage ist jetzt vielleicht auch niedriger als bei dem ein oder anderen Auto. Von daher, wenn man ein bisschen Zeit hat und sich das Richtige zusammenbestellt hat, dann sieht es eigentlich ganz gut aus, wenn man zum Beispiel sagt, hey, es gibt nicht so viele Schwarze und ich möchte unbedingt einen Schwarzen haben, ist man auf der sicheren Seite. Man braucht halt irgendwo immer die Gleichgesinnten. Von daher gibt es beim Wiederverkauf nochmal 6 Punkte. Macht insgesamt also 31 Punkte für meinen Kopf, ein halbwegs vernünftiges Auto. Allerdings werden doch alle sagen, Mensch Junge,
warum holst du dir ein Auto, wo hier vorne ST draufsteht? Und andere Autos sind doch billiger im Unterhalt. Und hol doch was anderes, was genauso sicher ist. Denn sicher ist er auf jeden Fall mit der Ausstattung hier. Die Leute kaufen es des Herzens wegen. Ich persönlich muss sagen, ja, das Design hat ein paar schöne Ansätze. Ich finde hier vorne zum Beispiel diese Wölbung ist gut. Ich finde den Warmgrill ganz schön. Aber der Radlauf hinten, die Spiegel, so ein paar Sachen stören mich insgesamt. Ein ganz schickes Auto, was 6 Punkte dafür bekommt. Was mich am meisten heute überzeugt hat, ist der Fahrspaß. Und da bekommt der ganze 8 Punkte, was viel für so ein Auto ist. Die Lenkung finde ich sehr gut und er zieht deutlich besser, als ich vorher erwartet habe. Bei der Ausstattung, ja, man kriegt alles, was in der Klasse sinnvoll und üblich ist. Der ein oder andere erwartet halt heute ein bisschen mehr, da bekommt er ganze 6 Punkte. Beim Klang gibt es dann, ja, 7 an der Stelle. Er ist jetzt nicht so krawallmäßig groß auftretend. Man merkt aber auch, dass es nicht der Standard 2 Liter irgendwo ist, mit denen alle unterwegs sind. Also solide Leistung an der Stelle. Ja, und am Ende ist auch die Frage, Image, wie wirkt denn so ein ST? Es ist halt auf der einen Seite schon so ein bisschen krawallmäßig, aber es ist noch nicht völlig übertrieben. Also das heißt, man fällt nicht so negativ auf. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man, was weiß ich, das ein oder andere Logo hier und da wegmacht, ein paar unauffällige Felgen drauf macht, dann geht man auch ganz gut in der Masse unter. Macht nochmal 7 Punkte, also insgesamt 35 für mein Herz. Was falsch ist, weil es sind 34, macht insgesamt 65 Punkte für den 2012er Focus ST, den wir uns angeschaut haben. Ich muss sagen, für das Geld kriege ich unglaublich viel Geschwindigkeit in einem sicheren Auto mit einer ordentlichen Ausstattung. Und das ist eigentlich ganz gut. Am Ende des Frages ist es halt eine Geschmackssache. Und ich muss sagen, na, der Focus ST ist vielleicht nicht 100% mein Geschmack. Er hat allerdings heute durchaus positiv überzeugt. Jetzt ist natürlich die Frage an euch, wie gefällt euch der Focus ST? Und sollte ich bei den Jahrgang eher nach einem Astra OPC gucken, nach einem GTI gucken oder nach vielleicht was ganz, ganz anderem schauen? Ja, eure Meinung ist gefragt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin immer gute Fahrt und ciao.